Hallihallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim. Weiter geht's. Wir sind immer noch hier in der Botschaft. Talmor irgendwie so mäßig. Moment, wo ist man denn jetzt überhaupt hin? Was müssen wir jetzt machen? Hä? Suchen wir mal zu einer Brücke der Drachen. Achso, muss ich ein Buch lesen? Wahrscheinlich bei hier Dossiers bekommen. Bücher. Dossier, Delfine. Ja, ist das schön. Ja, wunderbar. Strukturmantel. Auch einiges zu lesen, ja. Und Drachenbesuchung. Ui. War doch alles. War doch nicht. Was ist das Buch Winterveränderung? 2000 wird. Aber Buch, genau, etwas. Kenne ich schon. Okay, dann ist das fallen. Bin ich wert. Muss ich unten lang. Okay, geh mal da lang. Hab den Schlüssel. Da hört es mal hier, ne? Wahrscheinlich dann. So, da unten. Ihr seid tot. Ne, ich lebe da noch. Ich habe es übrigens wieder runtergestellt, wie vorher auch war, aber glaube ich, bin ich jetzt schlechter geworden. Natürlich ist auch eine Version von Remote Play League 4.5, dass die 5.0er in der Hinsicht besser war. Kann natürlich sein, aber wenn ich den Controller einschalte, also aktiviere, geht sofort wieder zu. Schließlich Remote Play. Bisschen nervig, aber mal gucken. Isban. Jetzt mal auch mal eben kurz Objekte, Bücher. Isban. Komm aus der Botschaft, zahl mal. Okay. Auch dieses tun wir. Da soll ich raus. Hallo. Ja, interessant. Hört zu. Na komm. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Schweigt, ich bin sowieso schon tot. Bewegt euch. Langsam. Wo denn? Wo sind die denn? Und dann bist du hoch. Das ist schon der erste. Hallo. Ah, falsche Schlüssel. Das nehmen wir auch. Noch einen. Ist egal. Haben wir Platz? Ja, Platz ohne Ende. Jetzt schon verkaufen. Gibt's viel wert. Aber noch ein falscher Schlüssel. Ja, egal. Ach komm. Ich hab Platz. Engelmoos, nimm mal mit. Hier ist noch mehr davon. Hey, hey, du Witzke. Wegen Remote Play werde ich mich mal ein bisschen schlau machen. Ein Eistroll. Juli runterspringen. Bin nirgends von Hebel oder so, wo man nur ganz vorsichtig öffnen könnte. Ja, ich bin runter. Genau, ich
Speicher ist mit Ruhe. Speichern. Vorsichtshalber mal speichern, ist nicht verkehrt. Ja. Ja. Voll, hier bin ich. Hallo. Bin ich jetzt stark sogar? Trollfit. Hier ist ja nichts mehr, ne? Hm, was ist hinten noch? Skelette. Weiß nicht, was ich den Geldbeutel gesehen habe. Geldbeutel. Beutel. Dietrich Gold. Mitnehmen. Ungewöhnliche Steine. Ein Zacken aus der Krone brechen. Okay. Wechseln Liebesgelder. Okay, okay. Illusion auf 19. Wenn ich fast Level up, dann hat sich schon gelohnt, hier hinzugehen. Das war's aber auch jetzt, ne? Mehr ist da hier nicht. Dann können wir jetzt hier abdackeln. Ist ja nix, genau. Ist nix, hier ist gar nix. Hier geht's raus. Himmelsrand. Was ist los? Sprich mit Delfine. Ach. Oh, Delfine. Hä? Meine Ausrüstung wieder komplett zusammen jetzt? Waffen? Nö. Wo ist der Rest? Warte. Müssen wir wohin? Ah ne, nicht Ripton. Ein bisschen noch weiter. Flusswald. Ja, genau. Auf nach Flusswald. Hi. Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Oh, hab schon ein paar gemacht. Ist nicht schlecht. Macht Spaß. Da. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie... Ja, ja, ja. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend. Hilfe, schnell weg. Ja, ich gehe ja schon. Schnell weg, weg, weg. Auch Getränke. Ich so. Hi, Delfine. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer. Wie versprochen. Will nicht. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Oh, ein, zwei Sachen. Wisst nicht über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Suchen jemanden namens Esbern. Esbern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Nur ein bisschen verrückter. Ja. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Ich scheine ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton.
Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Nur sagst. Trophäe erhalten. Ach, was schön. Eine Ratte in der Klemme. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Warum flieht ihr? Es waren die Talmoor. Seit 30 Jahren bringen sie jede Klinge zur Strecke, die sie finden können. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Weißgold-Konkordat, was ist das? Der große Krieg. Er liegt erst 30 Jahre zurück und kommt den meisten wie eine uralte Geschichte vor. Mir ist, als sei er gerade erst zu Ende gegangen. Für mich hat er niemals richtig aufgehört. Doch um eure Frage zu beantworten, das Weißgold-Konkordat war der hochtrabende Name, den sie dem Friedensvertrag zwischen dem Kaiserreich und den Talmoor gegeben haben. Er hat den Krieg beendet und dem Kaiserreich erspart, einen weiteren Tag kämpfen zu müssen. Außerdem hat er den heiligen Namen Talos in den Schmutz gezogen und den Talmoor freie Hand gelassen, im gesamten Kaiserreich gegen die Anbetung von Talos vorzugehen. Ja, dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Was gibt es? Prost auf die Jugend. Boah, schnell raus. Unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Wo sind denn meine Sachen jetzt? Sturmmäntel AD und alles, was stört. Was gibt es? Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ah, da sind sie ja wieder. Meine Pfeile. Ach du Kacke, nee. Alles, was ich nicht abgegeben habe. Vielleicht hätte ich auch alles geben können. Ah, egal. Ach da, alles nehmen. Im Großen alles eins, dann kann ich alles auf einmal nehmen. Ja, noch? Ja. Ist aber leer, ne? Ist leer. Ist auch leer? Ja, ist auch leer, ne? Ja, ist leer. Die? Nee, ist leer, okay. Ja, stumpf ist ja gut. Mensch, hier ist doch... Nee. Da ist die Schmiede. Ey! Algo ist tot! Aber schon einer in der Liebe. Ach, Kacke, ist schon scheiße. Wollte ich eigentlich vermeiden. Ach, das ist der Dieb. Ja, habe ich ja schon leer gemacht, genau. Noch ein. Und einen Huhn haben wir auch getötet, ey! Deswegen ja. Kistenmaske. Lassen wir. Immer diese Kultisten. Ja, dagegen kann man leider nichts machen. Ne? Leider. Warte. Dann gehen wir doch nach. Weißlauf. Wollte Sachen verkaufen. Alte Ausrüstung nicht gefunden für den Elfen. Wer bist du denn? Wie geht der Alikra so? Ihr braucht etwas? Habe ich jetzt schon mit dir geredet? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag und tschüss. Ja, du hast. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied bin. Ich habe einen Blick darauf. Da
Südkorallen mehr. Die Nordspitze, dann lasse ich mal. Eisendolch. Innen her. Sie kommen jetzt an den Seelenstein. Ach, das haben wir auch mal. Ich bin weg. Auch für Dolch. Die. Hier. Na, Kohle? Jo. Noch 31. Egal, gehen wir einmal rein. Vergesst nicht auch drin. Ja, bin ja schon dabei. Ruhe auf den billigen Plätzen. Da ist er ja. Hey, alte Socke, wie geht's? Willkommen in die besten Waffenrüstung. Ja, Bekleidung. Was hat er denn? 1042, sehr schön. Das und das. Tschüss. Es ist schön mit euch. Ja, schön hier auch. Mein Gott, nein. Oh, sorry, das haben wir nichts Besonderes, dann können wir wieder abdackeln. Was braucht ihr? Viel. Was du nicht hast. So. Hier. Wo sollen wir denn hin? Gifton. Gifton, was ist das da? Indraheim. Okay. Riften sollen wir doch. Ist hier hinten ganz im Osten. Da. Der Rattenweg. Sollen wir den einen Typen hier finden? Den einen da, den einen da, da, den, genau, ja, nicht den einen da. Ihr wisst schon, genau den. Hier, gehen wir runter. Hi. Tut mir leid. Tut mir auch leid. Ich dachte gerade über meine Experimente nach. Hatten wir? Nee, Elkums Elixier. Ist der Rattenweg? Der war doch hier unten. Nimm mal den, müssen wir einen anderen finden. So, genau. Mach mal da weiter. Shavari's Notiz. Legion. Der Vorleser, was ist das? Bücher, ne? Ja. Ich war noch hier unten. Da ist Shavari's Notiz. So, schön, irgendwas gebracht, nee, ne? Wunderbar. Oder muss ich da alles hin? Hä? Ach, was, ich kann auch da hinten, ja, genau. Den Friedhof geht das schneller. Oder wo will ich mich jetzt hier lotsen? Liebesgilde, ja. Auf dem Weg. Wo war der Eingang? Weiß jetzt mal, wo war der Haupteingang jetzt hier? Muss ich, glaube ich, hier rein, ne? Ja, genau. Hier kommen wir direkt zu Liebesbilder. Nicht erst den Nippel durch die Löschel ziehen. Ey, was soll das? Geh weiter. So.
Ach, wir haben noch eine neue Stufe. Ach komm, Gesundheit. Wiederherstellung. Frischung, 140. Einkehr, 25%. Ja, mach mal. War nicht verkehrt. Ach, im Weg, und du auch. Hm? Ja, genau du. Gildentruhe. Niedrig, Gold. Die zersplitterte Flasche. Es ist eine Sache zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines Dieb... Den haben schon einige gesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hat eine hübsche Summe ausgegeben, damit niemand erfährt, dass er hier unten ist. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Bin erstmal in der Wohnkaserne im Rattenweg. Also gut. Kommen wir hier zurück. Mach nicht sowas hier mit mir. Kein Silvester. Mit Kapuze, ja. Da kann man ein bisschen Heilung machen hier. Noch einer, Simonest. Die Angelegenheiten der Talmor. Das war ein bisschen tiefgründig. Einmal und zweimal. Warum nehme ich Fackeln mit? Weiß ich gar nicht. Brauche ich nicht. Egal. Macht der? Ruht sich aus? Nord. Da nicht. Da unten. Komm ich da hin? Da nicht. Hier. Gehen wir hier runter. Und der Sache schon näher. Aha. Rattenweg-Gehege. Wie viele Ratten hier schon im Gehege haben? Nix. Er hat mir alles erklärt, als ich noch verstanden habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß es noch. Er kann sich erinnern, dass er nichts kennt. Dass er nichts mehr weiß, dann kann er sich erinnern. Ich verstehe endlich, was das alles bedeutet. Welchen Grund es hatte. Das Töten. Und das Sterben. Kann ich erinnern, dass er dich nicht an nichts erinnern kann. Daran kann er sich erinnern.
Logisch, ne? Ach, lass mal jetzt. Da oben. Tintenfass? Stein? Eimer? Wo? Komm, ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Hast du was gesagt? Nicht runterfallen, nie wieder nach unten gehen. Nur Müll. Nichts Interessantes. Da muss ich jeden Dreck mitnehmen. So. Komm rein. Tür. S-Bahn. S-Bahn? Mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht S-Bahn. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Delfine schickt mich. Delfin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Was sagt ihr da? Drachenblut? Dann gibt es doch noch was von. Ihr solltet besser reinkommen. Macht schnell. Es wurden Talmor-Agenten im Rattenweg gesehen. Oh, alles schon platt. Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Ah, ja. Das wäre geschafft. Kommt herein, fühlt euch wie zu Hause. Da haben wir schon noch was. Besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Das Steine. Ihr seid Drachenblut? Ist das wirklich wahr? Ja. Sag mir zumindest jeder. Dann gibt es doch noch Hoffnung. So lange Zeit konnte ich nur hilflos mit ansehen, wie unser Untergang näher kommt. Untergang, man, die Rückkehr der Drachen. Drachen. Pah. Die kann man töten. Ich schätze, die Klingen haben in ihren frühen Zeiten als Drachentöter eine Menge von ihnen erlegt. Nein. Die Drachen sind nur das letzte Omen des Weltuntergangs. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Jo. Oh ja. Die Prophezeiungen benennen die Omen des Weltuntergangs konkret. Und eins nach dem anderen ist eingetreten. Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Es ist hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Das stimmt. Verzeiht mir. Ich musste so lange ohne Hoffnung leben. Die Prophezeiungen sind eindeutig. Nur das Drachenblut kann Alduin aufhalten. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Den Kopf. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Willst du mit dem Brotmesser? Naja. Wie gerade Shirgorath gelesen? Ja. Wüten über Shirgorath. Kennen wir ja von Elder Scrolls Online. Kommode? Oh. Denselben habe ich schon. Naja, okay, Leute, ich würde sagen, ich mache aber dann jetzt hier Schluss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's mit
erstmal weiter. Gucken, was da noch so geschieht mit den Drachen und so weiter und so fort. Und uns in der Rolle des Ganzen, ne? Wir sehen uns also in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin, schön mit Öl.